Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Resident Evil 2, dem Remake bei und mit Claire. Ja, dann wollen wir mal weitermachen. Nö. Ui. Ich hab was gehört. Okay, warte. Ich frage mich gerade, ob Zombies sich bewegen, wenn ich Menü auf habe. Oder ob die stehen bleiben. Oder ob das so gemein ist, weißt du? Und die ja dann weiter agieren lässt. Okay, da ans Fenster komme ich nicht. Bretter sind bestimmt zum Fenster verriegeln. Ich habe jetzt nicht. Ja, ich habe es jetzt einfach aufgehoben. Lass mich raten, ich muss hier auch lang, ne? Warte, da hinten ist noch ein Dings. Ah, ne, das war ja mit Schlüssel. Ja. Ich meine, irgendwann müssen wir uns dem ja stellen. Das irgendwann ist heute. Nice Wetter draußen. Ich würde halt gerne crouchen, ne? Aber sie geht nun mal nicht in die Hocke. Was? Ach ja. Was machst du da? Ach ja. Der Designer, der hat echt einen guten Job erledigt. Wer ist da? Ich würde niemals sagen, wenn ich weiß, dass da Zombies sind, wer ist da? Also der Designer, den beneide ich überhaupt nicht, ne? Oh, ihr Schatten hat mich gerade voll erschreckt. Tschüss. Hier kommt keiner durch. Ich brauche noch mehr. Ahaha. Jetzt hier verwenden soll, ne? Wenn ich offene Fenster überhaupt verriegeln kann. Da ist auch noch ein Fenster. Bleib unten. Toll. Ich bin ja selber so dämlich, ich weiß. Ach ja. Messer ist bestimmt auch bald weg. Hallo? Ich habe gelernt in Spielen und in Filmen. Waffe immer auf Anschlag. Ist gut. Waffe immer auf Anschlag. Wenn man Raum betritt, ne? Und durchsucht. Ach, ich brauche noch ein Dings. Ein Rohrkneifgerät. Oh, Karte der Polizeistation. Okay. Aha. Hier gibt es Schließfächer, eine Dunkelkammer. Das ist das Büro, da haben wir gerade reingeguckt, ne? Und hier ist der Aktenraum. Hier kommen wir gerade nicht rein, weil hier hängt eine Kette vor. Hier kommen wir durch wegen den Kisten. Aber hier ist nichts, ne? Genau, hier ist nichts mehr. Außer die Karte.
Oh, das ging sehr smooth. Das was? Sorry, ich muss mich mal an die gewöhnen. Ist es jetzt intelligent, auf den zu schießen? Statt Süßes gibt es Blei. Der fummelt dann noch so rum. Okay. Keine Arme, keine Kekse, ne? Weißt du, Boy. Keine Arme, keine Kekse. Wo bin ich denn? Ach ja, hier sind... Wir müssten irgendwo... Nein, das ist West Office, ne? Ja, ja, West Office. Hier müssten irgendwo die Schließfächer sein. Okay. Schließfach-Terminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfach-Terminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl, weil sonst würdest du in solchen Mist bauen. Oh, thank you. Welche Tasten fehlen denn? Ah! 2 und 3! Das ist, ich kann sämtliche Dings noch nicht aufmachen, ne? Hier fehlt mir noch eine Karte. Ah ne, doch, ich kann ein paar öffnen. 109 können wir öffnen, 106 können wir öffnen und ja, das war's. Ah, das ist ein Film, ne? Können wir gleich machen. Ah ja, stimmt, ich muss ja immer auf zurück. Okay, was steht denn da drauf? Ach, sorry. Commemorative Filmerinnerung. Color Print Film. Okay. Ich habe da was gehört. Aber das ist, glaube ich, wie in jedem Spiel, ne? Ich höre Dinge, die, ja. Ne? Halt Dinge. Ja, die kann ich ja nicht mehr öffnen, ne? Das ist, noch zu. Ja, gut. Hier Waffenschrank und Schließfachterminal. Dunkelkammer können wir schon gehen. Frau Claire. Nicht mit mir! Freak. Sorry. Ah, endlich mal. Ein Safe Room. Heilwirkung von Kräutern. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir die drei dieser in den Arklay-Bergen heimischen Kräuter vor.
Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden, sorry. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern-Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern, und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Ja, wenn man die mit dem blauen oder den grünen mixt, ne? Am Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschung dürfte noch faszinierende Ergebnisse hervorbringen. Warum liegt das hier? Was hat das hier in dem Polizeidings zu suchen? Ich meine, ne? Mit so Spinden. Oh. Großzügig. Ich spiele auch auf einfach, ne? Stimmt, man kann ja auch noch herstellen, ne? Gibt ja noch Crafting. Oh, hier ist sogar ein rotes Kraut. Warte. Objekte kombinieren. Einige Objekte können mit anderen Objekten kombiniert werden, um einen Platz im Inventar freizumachen. Oder auch um neue Objekte zu erschaffen. Verwenden Sie dazu den Befehl kombinieren. Ja, habe ich auch vor. Wir können nämlich Kräuter kombinieren. Ja, das Messer ist schon zur Hälfte weg. Oh. Okay. Erinnerungsfoto. Ich glaube, das brauchen wir, ne? Brauchen wir das nicht? Ah, ne, das ist wahrscheinlich in den, Ah, hier ist es drin. Nice. Ich hab da doch schon wieder was gehört. Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Dunkelkammer. Achso, ja, da ist nur das Becken angezeigt, ne? Hier haben wir auch eine Dings. Dann würde ich das Schießpulver verstauen. Warte mal. Dann. Nee, kann ich das nicht so. Ach so, okay. Hä? Warum habe ich die reingepackt? Warte mal. Achso, ich kann das gar nicht selber machen, oder wie? Na gut, dann sortieren wir es halt so. Ich hatte irgendwie gedacht, ich kann die selber sortieren. Irgendwie, keine Ahnung. Naja. Das verstauen wir. Das verstaue ich auch mal. Eins können wir, glaube ich, behalten. Ja. Dann eben auch Spojon. Bin ich froh, dass ich so speichern kann und keine Farbbänder brauche. Weil, ne, ist natürlich eine Schreibmaschine, da brauchst du Farbbänder für. Hallo? Ach komm. Du nisch. Moin. Warte mal. Guten Tag. Ich hab's gewusst. Hat er gerade gesplättert? Hat er da gerade seinen Kopf verloren? Ah, Tatsache. Was? Ach, das ist immer noch er. Randale. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Wie hieß denn der Song? Der Song hieß Zombie, ne? Hießen die nochmal? Keine Ahnung.
Cranberries, ne? Glaube ich, hießen die? Ach, Cranberries ist auch schon ein bisschen langer Name. Ich nenne ihn Barry. Dann nenne ich ihn einfach Barry. Gab auch genug Barrys in der Geschichte der Spiele, die irgendwie nervig waren. Ah ja, das ist einer von den Tresoren. Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Ja, die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Ja, das weiß ich. Das sind ganz normale Rätsel. Ich... weiß nicht, was hier drin ist. Oh. Nehme ich mit. Brauchen wir zwar noch nicht, aber... hier purzelt doch gleich einer raus, oder? Ach nee. Wie viel hat der eigentlich noch? Objekte untersuchen. Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen, indem Sie sie auswählen und untersuchen wählen. Manchmal entdecken Sie dadurch etwas, das Ihnen helfen kann. Ja, das wissen wir schon. Wie zum Beispiel hier. So. Okay, warte. Nein. Okay, warte mal. Das war das. Das war das. Ah, ne, warte mal. Warte. Nein. Okay. Nein. Wir kriegen das hin. Okay, okay, warte. Sag ich doch. Einfach nur rumprobieren. Oh. Okay, ich kann schon eine der Ziffern da. Ich mach das mal noch nicht aus. Freund da unten. Da oben kommen wir auch hin, ne? Ich würde sagen, aber weil wir gerade die Taste schon haben. Ja, ja. Ich hab's gewusst. Du kannst mich nicht verarschen. Warte mal. So. Jetzt mal kurz hier. Dich kann ich ja schon mal reinpacken. Dich kann ich rausholen. Kombinieren. Wieder verstauen. Dann. Ich sollte nicht so viel laufen. Ich meine, noch ist es, glaube ich, okay. Aber später fühlen sich manche dadurch getriggert. Ich brauche definitiv, oder? Hier ist noch ein Messer drin. Aber wenn ich die zwei nehme, kann ich hier auf der Seite halt auch öffnen, ne? Ah, 203. Ich könnte hier Brandgranaten. Wer braucht schon Brandgranaten? Ich mache mal die drei, ne? Weil Brandgeschosse brauche ich gerade noch nicht. Ich will das Messer haben. So. Jo. Bei uns ist es schon echt, echt krass kaputt. Ne? Und wenn das dann ganz zerbricht, habe ich wenigstens Ersatz. Und die kriege ich ja eh erst, wenn ich die Keycard habe. Deswegen hat sich die 2 noch nicht gelohnt, auch wenn hier
Und die kriege ich ja auch erst, wenn ich erst beide Tasten habe, ne? Deswegen ist schon mal gar nicht mal so verkehrt, dass ich da jetzt die genommen habe. Geh schon ins Büro. Wir haben, glaube ich, gar nicht mal mehr. Falsche Richtung. Ich glaube, es ist gar nicht mal mehr so, ne? Oder? Wie viel Zeit ist schon vergangen? Ich bin bei Horrorspielen immer so ein bisschen out of time. Ich könnte trotzdem mal speichern. Und ich speichere viel, wenn ich kann. Wir gucken mal, ne? Ich könnte doch eben gerade nach der Zeit gucken, ne? Also hier in-game, was ich ja sonst nicht schaffe. War hier nicht irgendwo gerade Timer? Achso, da oben. Ja, ich glaube, es ist noch nicht so weit. Ich glaube, der stimmt ziemlich gut mit dem überein, was ich in der also aufnahmetechnisch habe. Aber ich guck mal trotzdem nochmal, ne? Fast, fast. Der müsste ja jetzt auf 50 stehen. 10 Minuten haben wir noch. Okay, wenn wir noch 10 Minuten haben. Waren wir da gerade? Ach, das sind die Ba. Ja, das sind die Dings, ne? Obwohl, wir könnten auch das Rätsel, oder? Nee, warte mal, da komme ich ja gerade. Au, nicht hin. Ich sag doch, mich hat die Hexe geschossen. Hier komme ich ja nicht durch. Warte. Warte, warte, warte. Doch, hier lang. Ja, obwohl, doch. Vielleicht durchs Büro. Lass mich raten, hier komme ich nicht rein. It's locked. Moin. Was wolltest du denn eigentlich haben? War wohl nicht das Richtige dabei. Genau, hier kam ich nicht durch. Du bist auch still? Ah, wir haben Neues. Schießpulvernutzung. Pistolenmunition, zweimal Schießpulver. Säuregranaten, Schießpulver und hochwertiges Schießpulver. Und MP-Munition, zweimal hochwertiges Schießpulver. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Ja, gut, ich weiß nicht, wann ich mal Säuregranaten machen will, aber. Danke. Könntest du mal bitte? Ich glaube, wenn sie dieses Flutschgeräusch machen, dann sind sie tot. Hier haben wir wieder so ein Tresor und ich habe immer noch keine Kombination, ne? Ich meine nicht, dass ich das erwarte, aber Einsatzbericht. 28. September, 2:30 Uhr. Außer mir sind noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Unzivile Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, doch aber jetzt klingt es ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist. Aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. War das Elliot, der uns das Buch in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier, da, guck mal, da ist Ausgang. Erster Einsatz des Anfängers. Leon Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, ein pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide.
Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Glück, viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Oh, Brenner ist Marvin, ne? In eine Ecke, zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Ja, er ist hier. Marvin? Rita? Wie heißt du? Oder ist das der Typ? David? Elliot? Ja, da haben wir ja gerade den Zettel gefunden. Also, N-E-N-E-D. N-E-D. Nett. Nett. N. Andere Richtung. D. Warte mal, wir haben doch den Zettel. Scott. Also ist es hier S-R-M. Oder M-R-S. Je nachdem. Oder? Okay, oh, warte. Oder M-R-S, habe ich gesagt, ne? Oh. Warte. Ich mach Brute Forcen. MLG, okay. Scott hat wohl, ne? Ja, Leon S. Kennedy. Okay. Das war anders gemeint mit Scott. Meine ich. Okay, komme ich nicht raus. Ich habe gedacht, ich gehe mir raus, aber ich brauche einen Schlüssel. Den ich gerade noch nicht habe. Einen kriege ich ja, dann komme ich ja hier wieder rein, ne? Und ich muss ja auch nochmal dahin. Okay. Ich hatte gehofft, dass wir da jetzt, ne? Irgendwie. Naja, du weißt Bescheid. Moin. Ja. Danke. Thanks, Bro. Bei dir auch. Das sind ja auch super Gemälde, ne? In die Eingangshalle komme ich von hier aus nicht, ne? Ich gucke hier nochmal. Man's Locker Room. Ach, ich brauche hier eine Kurbel. Okay. Dann komme ich da auch nicht, noch nicht weiter. Der hier hat seinen Kopf verloren, ne? Ja, der hat seinen Kopf verloren. So ein Scheißwetter. So ein Schiedwetter. Ich weiß nicht. Am liebsten würde ich gerade schon mal beenden. Was habe ich denn da noch bekommen? Oh, aber es ist für die andere, ne? Spezialmunition für die andere. Die Munition, sondern. Für unsere, also für ihre eigentliche Waffe ist das ein Dings. Ach, schade. Wegen Capcom. Oh, warte mal. Gibt's nicht, ne? Schade. Nicht Devil May Cry? Doch, es ist Devil May Cry. Devil Cry May. Ich hab mal gerade geraten. Ja, ich hab die Dings noch nicht offen. Die Seite ist noch zu. Also, der Laptop ist gerade aus. Ich wollte mal Brute Forcen, weil Capcom hat ja auch Devil May Cry gemacht. Was man weiß. Ich
bin halt. Ich habe ein paar Teile gespielt. Ne, in dem Dings bin ich dann doch eher bewandert. Oh, und Schlüssel. Ich kriege einen blauen Schlüssel. Ja, danke. Für welche Türen? Hier war eine grüne, ne? Piktür. Das ist, glaube ich, kein Pik, ne? Doch, Pikschlüssel. Ah ja, okay, dann können wir doch da durch. Würde ich mal sagen, gehe ich erst in die Eingangshalle oder gehe ich noch mal kurz in den anderen Raum? Ich glaube, ich gehe noch mal kurz in den anderen Raum hier, in diesen Beleuchtungsraum. Für die Filme. Ist näher dran. Ja. Beruhig dich. So, kombinieren. Achso, kann ich nur, wenn ich Dings hab, ne? Warte. Verstauen. Rausnehmen. Nein! Verdammt, ich habe falsch gedrückt. Ich wollte kombinieren. Und dann verstauen. Das sind. Die kann ich hier reinpacken, aber das sind besondere, ist eine besondere Munition, ne? Ich kann nicht sagen, ich kann zum Beispiel das in die SLS reinpacken, dass ich dann beide. Obwohl, ich brauche ja nicht beide, ne? Ich brauche ja nicht beide, ne? Ja, gehe ich dann jetzt nochmal? Nee. Machen wir beim nächsten Mal. Dann speichere ich nämlich hier. Und dann gehen wir beim nächsten Mal in die Haupthalle. Na, das reicht erstmal. Ich habe mich für heute genug gegruselt mit meinem Hexenschuss. Genau, dann gehen wir hier durch die Piktür. Und dann sind wir ja hier wieder. Und dann können wir uns nochmal umgucken. Ne, ich denke mal, da werden wir dann durch den Peak-Schlüssel nochmal andere Räume auch nochmal irgendwie. Hier war ja auch was. Vielleicht kriege ich noch eine Kneifzange oder irgendwie sowas. Oder ich muss oben weitermachen. Hier. Da war ja auch noch eine Tür. Da bin ich ja noch gar nicht durchgegangen, weil wegen Zeit und so, ne? Weil ich ja gemerkt habe, dass der Part sich dem Ende neigt. Okay, aber wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Wieso lasse ich den Dings nicht auf? Egal. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye.